Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Ivan Bertini und ich bin der stellvertretende Direktor des Ungarischen Kulturinstitutes Collegium Hungaricum sowie der Direktor des Instituts für Ungarische Geschichtsforschung. Ich begrüße Sie recht herzlich als unsere heutigen Veranstaltung. Es geht heute um eine Buchpräsentation. Das Buch ist auf Englisch geschrieben, aber natürlich das Programm wird auf Deutsch laufen. Die Hauptdarsteller sitzen eben hier. Der Autor des Buches ist Dr. Attila Pók aus Budapest, aus Ungarn, einer der wichtigsten ungarischen Zeithistoriker. Und neben ihm können Sie sehen Herrn Dr. Professor Arnold Szupán, den ich jetzt ganz kurz Ihnen vorstellen möchte, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist, weil ich glaube, dass Sie alle Professor Szupán sehr gut kennen, da er einer der führenden Persönlichkeiten der Zeitgeschichte in Wien, in Österreich ist. Trotzdem möchte ich doch ein paar Daten seines Lebenslaufs ganz kurz erwähnen, wenn ich darf, Herr Professor. Nein. Ich darf es nicht. Okay, dann sehr, sehr kurz, warum wir mit Attila Pók eben ihn für diese Aufgabe ausgewählt hatten. Gestatten Sie es mir, Herr Professor, weil er eigentlich ein sehr wichtiger Kenner der osteuropäischen Geschichte in der Neuzeit ist und weil er sehr wichtige wissenschaftliche Publikationen über diese Region Europas publiziert hatte. Ich möchte ganz kurz nur ein paar von diesen Publikationen erwähnen, was ich glaube auch für Sie beweisen können, warum er hier sitzt und warum eben er über dieses Buch sprechen wird. Ich möchte drei Publikationen von der sehr, sehr vielen erwähnen. Erstens ein Sammelband, welcher mit Wolfgang Müller, Herr Professor Szupán, redigiert und herausgegeben hatte, Peaceful Coexistence or Iron Curtain, Austrian Neutrality and Eastern Europe in the Cold War and the Entente, 1955-1989. Also die ganz ähnliche Zeitraum wie dieses Buches, worüber ich gar nicht sprechen möchte, weil das die Aufgabe von Professor Szupán ist. Eine andere wichtige Publikation in diesem Bezug, East European Identities in the 19th and 20th Century. Es wurde zusammen mit Richard Lein herausgegeben. Und die letzte Publikation, welche ich erwähnen möchte, Auflösung historischer Konflikte im Donauraum, das ist eigentlich die Festschrift für Ferenc Klotz zum 70. Geburtstag und wurde in Budapest publiziert. Also ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Herr Professor Dr. Szupán der geeigneteste Historiker ist, über das Buch von Attila Pók zu sprechen. Und ich möchte nur den Titel dieses Buches erwähnen, Remembering and Forgetting Communism in Hungary, Studies on Collective Memory and Memory Politics in Context. Herr Professor, Sie haben das Wort. Dankeschön, Herr Direktor. Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre und Freude, zuerst meinen langjährigen Freund und Kollegen Attila Pók vorzustellen und dann über sein Buch einige Bemerkungen zu machen, die ihn hoffentlich dazu veranlassen, etwas zu korrigieren, zu erweitern und die Diskussion anzuregen. Attila Pók hat an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest Geschichte und Englisch studiert, dort auch 1976 seinen PhD gemacht, war dann Kandidat der historischen Wissenschaften an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, schließlich Honorarprofessor an der Eötvös-Loránd-Universität, hat sich 2010 auch dort habilitiert. Attila Pók ist nicht nur in seinen Tätigkeiten auf Ungarn
beschränkt gewesen und noch immer viel unterwegs, wenn ich das so sagen kann. Am wichtigsten sind seine Gastprofessuren, die in den 90er Jahren begonnen haben und bis vorgestern gedauert haben oder vielleicht morgen wieder beginnen, an der Columbia University in New York, wo er verschiedene Kurse durchgeführt hat zu States and Nations in East and Central Europe und the Politics of Hatred and Fear in the Heart of Europe und so weiter. Attila Boog war von 1990 bis 2013 auch stellvertretender Direktor des Europa-Instituts in Budapest und ist derzeit auch noch stellvertretender Direktor des Instituts für Geschichte an der, jetzt heißt es glaube ich Center for Humanities, an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, also eine Institution, die etwa 100 oder noch mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Attila Boog ist auch der ungarische Vertreter in einer neuen Initiative, die von Polen ausging, wo es um European Memory geht und um die Suche nach gemeinsamen Wurzeln und nach einer gemeinsamen Zukunft. Es ist hier auch eine Ausstellung geplant über die Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg, die im Herbst beginnen soll und die nächsten Jahre sozusagen durch die europäischen Hauptstädte gezeigt werden soll. Ich könnte noch viel mehr über Attila Boog sprechen, ich erwähne aber jetzt zuerst einmal seine wichtigsten Arbeiten, die ich hier meist nur in Ungarisch, mit ungarischen Titeln und englischen Übersetzungen vor mir habe. Das heißt, ich werde da keine freihändige deutschsprachige Übersetzung machen, sondern die englischsprachigen Übersetzungen anführen. Zum Beispiel eine Chronicle of International Politics 1945 bis 1985, oder The Formation of Radical Democratic Ideology in Hungary, Budapest 1990, oder The Politics of Hatred in the Middle of Europe, Scapegoating in 20th Century Hungary, dann The Credibility of Progress, auch Budapest 2010, in deutscher Sprache Clios Schuld, Clios Sühne, Historie und Politik im Karpatenbecken und eben das letzte Buch Remembering and Forgetting Communism in Hungary. Somit wechsle ich jetzt also zu diesem Buch. Der Titel ist leicht irreführend, weil einschränkend. Hat auch den Direktor Bertini leicht irregeführt. Attila Boog geht nämlich hier in seinem Remembering weit ins 19. Jahrhundert zurück und beginnt bei, wie kann es anders sein, bei einem echten Ungarn, bei Lajos Kossuth. Ja. Das muss alles da, muss das so sein. Publikation hat mehrere rote Linien. Es geht um Konfrontationen über Erinnerungspolitik, sowohl in Ungarn als auch in Europa. Und er beginnt hier mit zwei Beispielen eines Rebirths, also einer Neubestattung von zwei Personen, die ihnen sehr vertraut sind. Der eine ist Imre Nagy, der im Juni 1989 neuerlich bestattet wurde. Das war der erste große Auftritt des heutigen Ministerpräsidenten Orban als Studentenvertreter, was er damals war, glaube ich. Und die zweite Wiederbestattung betraf
den Regenten, den Reichsverweser in der Zwischenkriegszeit und bis 1944 Admiral Horthy, der 1993 wieder bestattet wurde. Und da gab es natürlich auch verschiedene Diskussionen, vor allem in Ungarn, weniger außerhalb Ungarns. Wenn man die Schwierigkeiten der Europäer mit diesem Titel Remembering and Forgetting Revue passieren lässt, darf ich ein Zitat eines bekannten deutschen Historikers, Sozialhistorikers Reinhard Koselleck voranstellen, ungefähr 2005 formuliert: Wir haben in Europa zwar eine gemeinsame Geschichte, aber keine gemeinsamen Erinnerungen. Das heißt, natürlich ist die Geschichte gemeinsam, auch wenn sie eine Konfrontationsgeschichte war, aber die Erinnerungen darüber sind völlig gegensätzlich und partiell und kontrovers. Und das erleben wir leider bis in die unmittelbare Gegenwart. Das macht die Bedeutung dieses Buches aus, dass Attila Boek hier an vielen Beispielen zeigt, wie schwierig es war und ist, die gemeinsam erlebte, erlittene Geschichte eben auch in gewisser Weise in eine gemeinsame Erinnerung einzubetten, ein gemeinsames Narrativ zu finden. Die Schwierigkeiten beginnen natürlich bereits mit der Beurteilung der Person von Lajos Kossuth. Und da gab es ja lange Zeit sozusagen zwei Fraktionen in Ungarn. Die eine, die ihn also verehrt hat bis zu seinem Lebensende und darüber hinaus, und die andere, die diesen doch nationalen Radikalismus als Irrweg bezeichnet hat. Ähnlich ist es mit der Frage des österreichisch-ungarischen Ausgleiches. Wir haben unter Federführung auch von Attila Boek Ende November vergangenen Jahres eine sehr schöne Tagung an seinem Institut durchgeführt, und auch hier wurde es doch deutlich, dass es noch immer verschiedene Interpretationen gab, wobei für mich bemerkenswert war, dass die jüngere Generation, an ungarischen Historikern, den Ausgleich heute etwas kritischer sieht als zum Beispiel die Generation ihrer Lehrer, also meine Generation. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen um das Geschichtsbild, um die Erinnerung stand und steht, vor allem in Ungarn, natürlich noch immer die Frage des Friedensvertrages von Trianon. Friedensschluss, der Ungarn aufoktroyiert wurde, ebenso wie Saint-Germain für Österreich. Man kann die beiden also direkt nebeneinander stellen. Das hatte wesentlich damit zu tun, dass nur das neue Österreich und das neue Ungarn als verantwortlich für den Krieg der Donaumonarchie, der Habsburger Monarchie gesehen wurde, obwohl sich beide Staaten nicht als Nachfolger betrachteten. Das haben die siegreichen Alliierten so festgehalten. Das sieht man ganz deutlich, wenn man zum Beispiel die Mantelnoten hernimmt, mit denen die Bestimmungen des Friedensvertrages sowohl zuerst in Wien und dann in Budapest übergeben wurden, jeweils vom Vorsitzenden der Friedenskonferenz, zuerst Clemenceau und dann Millerand, also die französischen Ministerpräsidenten. Und diese beiden Mantelnoten könnte man auch einmal einem philologischen Vergleich und einer genauen Analyse unterziehen, was erstaunlicherweise, also mir ist es jedenfalls nicht bekannt, noch nicht wirklich erfolgt ist. Ich habe mir das also vorgesehen, einmal genauer angeschaut und war erstaunt über diese sozusagen moralischen Verurteilungen, zuerst gegenüber Österreich und dann gegenüber Ungarn. Ähm,
Natürlich gibt es in der innerungarischen Diskussion hinsichtlich des Remembering auch Auseinandersetzungen bis heute über die Funktion des Räteregimes und die Bedeutung dieses Regimes, gerade in der Zeit der Friedenskonferenz, der wichtigsten Monate in der Friedenskonferenz. Und es gibt natürlich auch noch immer die Diskussion, hätte eine Verlängerung der Regierung Karoui, also ohne Räteregime und einer entsprechenden Einladung der ungarischen Delegation nach Paris, parallel zur österreichischen Delegation, günstigere Friedensbedingungen gebracht oder nicht. Ich bin mir da leider nicht ganz sicher und man müsste das mit den ungarischen Kollegen noch einmal ernsthaft erörtern, vielleicht auch mit französischen Kollegen. Wichtig im Buch von Boog sind natürlich auch die Fragen in der Zwischenkriegszeit, zum Beispiel auch die Treffen zwischen Hitler und Horthy. Das ist also wenig bekannt. Es gab 6 solcher Encounters, also Zusammentreffen, das erste und das zweite jedenfalls sehr freundlich. Zuerst 1936 im August, also nach dem Juliabkommen, nach dem deutsch-österreichischen Juliabkommen, auf dem Berghof in Obersalzberg. Noch freundlicher im August 1938, als dem Admiral Horthy die neue Kriegsflotte vorgeführt wurde in Kiel, was der Admiral natürlich mit Bewunderung zur Kenntnis nahm. Die weiteren Treffen während des Krieges fielen dann schon weniger freundlich aus, obwohl beim vorletzten Treffen, das letzte war dann das unfreundlichste im März 1944, wie Sie sich vorstellen können. Aber beim dritten, da musste ich wirklich schmunzeln, das Schmunzeln will ich Ihnen nicht vorenthalten. Hitler hat zwar schon ziemlich böse Worte verwendet, vor allem hinsichtlich des Nichtvorgehens von Horthy gegen die ungarischen Juden, hat ihm aber zu seinem 75. Geburtstag dann doch eine Yacht geschenkt. Dem Admiral schenkt man eine Yacht. Ja, ich weiß nicht, ob er sie jemals benutzt hat. Das wäre vielleicht ganz interessant. Ich frage mich nur, in welchem Meer es möglich gewesen wäre. Ab 43 nicht mehr so einfach. Eine ganz schwierige, eine der schwierigsten Fragen, natürlich die Sündenbocksuche und hier der Antisemitismus und das mörderische Vorgehen auch gegen die ungarischen Juden, das letzten Endes auch zu verheerenden Todesopfern geführt hat. Immerhin konnte Horthy einen Teil der Budapester Juden retten durch das Stoppen der Deportationen, aber auch diese Maßnahme ist, soweit ich weiß, in der ungarischen Historiografie nicht so einhellig beurteilt. Da gibt es auch unterschiedliche Beurteilungen. Ganz wichtig auch im Buch die Auseinandersetzung von Attila Boog mit dem zunehmenden Hass, der aus den verschiedenen Nationalismen erwachsen ist, innerhalb Ungarns, aber auch von Ungarn zu den Nachbarn, der dann vor allem 1945 voll zum Ausbruch kam, wofür Attila Boog dann auch sozialpsychologische Analysen heranzieht, wobei man natürlich sagen muss, dass diese Diskussion noch lange nicht beendet ist, und das haben wir auch vor kurzem bei den Diskussionen in Österreich über den Anschluss erlebt, dass die Frage, woher plötzlich dieser Hass, in dem Fall vor allem gegenüber den Juden, so rasch aufbrechen konnte. Vielleicht können wir das
auch noch in der Diskussion weiter verfolgen. Einen letzten Punkt, den ich anführen möchte, ist dann Attila Boogs Auseinandersetzung natürlich mit dem Kommunismus in Ungarn, mit den verschiedenen Etappen von Rákosi dann über die Revolution 1956 bis zum zuerst sehr scharfen Kader-Regime und dann in Richtung einer Aufweichung der ideologischen Härten. Und ein wirklich allerletzter Punkt, die Frage, die Attila Boog auch stellt, ob es so etwas wie einen Gegensatz zwischen dem neuen Mitteleuropa und dem neuen Europa geben kann, geben soll. Um 1990 gab es diese Diskussionen, auch maßgebliche Politiker in Österreich haben sich hier sehr stark für ein neues Mitteleuropa ausgesprochen, aber wie man gesehen hat, innerhalb weniger Jahre hat dann doch sozusagen die Linie, die politische Linie in Richtung des gemeinsamen Europa den Durchbruch erzielt, auch mit der Erweiterung der Europäischen Union. Sie sehen, meine Damen und Herren, eine Fülle an Fragen. Und eigentlich könnte Attila Boog jetzt die nächsten 10 Jahre sich dran setzen und zu all diesen Fragen weitere Bücher schreiben, was ich hiermit angeregt haben will. Jedenfalls herzlichen Dank, lieber Attila, dass du dir die Mühe gemacht hast und dass du das jetzt vorstellst. Und ich bin jetzt gespannt, welche Akzente du setzt und welche Widersprüche du in meiner Darlegung erkannt hast. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, damit es um ein Gespräch geht. Gestatten Sie mir auch, dass ich auch sitzen bleibe, damit wir miteinander austauschen können. Also bei einem solchen Anlass muss man unbedingt mit Danksagen anfangen. Und man kann viel forschen, aber ohne Institutionen unterschiedlicher Art im Wissenschaftsleben kann heute, glaube ich, kein Wissenschaftler und auch Historiker nicht überleben. Und im Laufe meiner Karriere haben mich viele Institutionen unterstützt, hauptsächlich das Institut für Geschichte der Ungarischen Akademie, wo ich seit Anfang Dezember 1973 arbeite. Aber neulich, und das ist auch eine wichtige Danksage dem neuesten Institut oder neuesten Institution, wo ich vor 2 Jahren angefangen habe, in einer systematischen Form zu arbeiten und was auch für die Veröffentlichung, hauptsächlich für die Veröffentlichung dieses Buches verantwortlich ist. Das ist das Institute of Advanced Study Külseg. Vielleicht viele von Ihnen kennen die schöne kleine Stadt auf Deutsch Günz in der unmittelbaren Nähe der österreichisch-ungarischen Grenze. Und auf die Grundlage einer Stiftung, was von unterschiedlichen europäischen Quellen unterstützt wurde im Laufe der letzten mehr als 25 Jahre, wurde dieses Institut gegründet. Und wenn Sie das Akronym, also Institut für Advanced Study Külseg, ansehen, das ist IASK und das bedeutet, das wäre ein Institut der Fragen. Natürlich, gelegentlich muss man auch Antworten geben, aber wir versuchen also viel Fragen, gelegentlich Antworten zu geben. Und diese Antworten sind auf wirklich sehr, nicht nur rhetorisch, sondern auch praktisch auf inter- und multidisziplinäre Untersuchungen gebaut. Und es ist ein großes Glück meines Lebens, dass meine letzten Jahre, vielleicht nicht nur 10, das werden wir mal sehen, also dass meine letzten Jahre dann auch innerhalb dieses Instituts verbringen kann. Eine völlig neuartige Institution. Und das war einer der ersten Bücher, was diese Institution gemeinsam mit meinem alten Arbeitgeber, und das ist so üblich in Ungarn, dass man entweder keine Arbeit hat oder mehrere Stellen hat,
Glücklicherweise gehöre ich zu der zweiten Gruppe, also ich bin gleichzeitig von der Akademie und von diesem Institut unterstützt. Na, zur Sache, der, Professor Supan hat über viele Themen gesprochen und wir kennen uns seit etwa 30 Jahren, wenn ich mich gut erinnern kann. Ich habe angefangen, 88 habe ich angefangen, in den Institute of European Studies in der Johannesgasse zu unterrichten. Und weil ich jede Woche dann nach Wien kam für mehr als 10 Jahre, dann habe ich auch die Historikerkollegen besucht und wir haben vieles Gemeinsames gemacht. Also ich bin auch sehr den österreichischen Institutionen sehr dankbar, dass sie die meine Anwesenheit sozusagen zu vielen interessanten Anlässen in Österreich möglich gemacht haben. Aber wirklich zur Sache, also er hat über viele Sachen gesprochen. Warum habe ich dann diesen Titel gewählt, Remembering and Forgetting Communism? Also ich habe zwei Hauptthesen sozusagen, die dann von unterschiedlichen Gesichtspunkten hoffentlich unterstützt sind. Eine ist, dass für meine Generation war in der Einstellung und auch in der Mittelschule, glaube ich, genauso wie an der Universität, ziemlich zukunftsorientiert. Also unsere wichtigsten Diskussionen beschäftigten sich, wie dann die Zukunft Ungarns aussehen wird, wie die Zukunft Mitteleuropas, die Zukunft Europas, die Zukunft. Wir interessierten uns für die Zukunft. Aber im Laufe der letzten 10, 15 Jahre habe ich bemerkt, dass das ungarische öffentliche Leben und Erinnerungspolitik sozusagen ist nicht zukunftsorientiert, sondern vergangenheitsorientiert. Also die Zukunft ist, gegenüber der Zukunft haben wir Skepsis. Wir haben Angst vor der Zukunft. Meine Generation hatte Hoffnung in der Zukunft. Jetzt ist die Angst sehr weit verbreitet. Das ist deshalb, also um das verstehen zu können, und man, wenn man die letzte Phase, was man vergessen will im ungarischen öffentlichen Leben, also die Periode des Kommunismus, diese Ambition, eine wichtige Periode in der ungarischen Geschichte vergessen zu wollen, also das muss man irgendwie verstehen. Also da muss man versuchen, die wichtigsten historischen Themen, die in dieser vergangenheitsorientierten, in diesem vergangenheitsorientierten öffentlichen Leben dabei sind. Was haben Sie mit dieser Erinnerung und Vergessen des Kommunismus zu tun? Die zweite These ist damit in engem Zusammenhang. Mein naiver Vorschlag ist, natürlich, Gott sei Dank war ich nie in der Politik, aber ich mit großer Lust habe ich immer Politik kommentiert. Also von einem akademischen Gesichtspunkt sozusagen, glaube ich, wäre es viel vernünftiger, wenn wir nicht die kommunistische Vergangenheit als sozusagen Referenzpunkt annehmen würden heutzutage. Also Kommunismus ist immer ein Sündenbock, also ist, wir sind besser als die Kommunisten, wir machen das viel besser, sondern ich glaube, das sollte eigentlich zur Vergangenheit, zu einer bearbeiteten Vergangenheit gehören, aber Referenzpunkt für die heutige wäre Europa. Also wie man in Europa die neuen Generationen einbauen will, wie die neuen Generationen ein neues Europa aufbauen können. Und in meinen Aufsätzen versuche ich, solche Denker und Politiker zu finden, die bereit waren, die ungarische Zukunft sozusagen in wirklich nicht nur in einem engen Kreis, sondern irgendwie in Zusammenhang mit den europäischen Entwicklungen zu betrachten. Und ich glaube, die Arbeitsteilung zwischen Politikern und Wissenschaftlern ist sehr wichtig. Ich glaube, es ist sehr schlimm, wenn sich die Historiker in die Politik einmischen, und es ist genauso schlimm,
wenn die Politiker sich in den wissenschaftlichen Teil der Geschichte sich einmischen. Aber es ist anzunehmen, und das ist gerade mein Forschungsinteresse, dass die Politiker haben natürlich auch das Recht, Geschichte zu instrumentalisieren. Ich ärgere mich nicht, wenn Politiker die Geschichte instrumentalisieren. Das gehört zu ihren Werkzeugen. Also sie müssen auch mit etwas arbeiten, und Geschichte ist besonders in diesem Teil Europas eine wichtige Quelle der politischen Argumentation. Aber zwischen Politikern und Wissenschaftlern sollte ein ständiges Gespräch dabei sein, sollten gegenseitig zuhören. Und ich meine nicht nur die Politiker, sondern die Wissenschaftler zuhören, das wäre der beste, meiner Kollegen, sondern gegenseitig. Weil ich glaube, gelegentlich haben die Politiker auch gute Fragen. Aber die bescheidene Ambition dieses Buches ist, also Politiker darüber zu überzeugen, dass sie nicht vergangenheitsorientiert sein sollten, sondern auch in der Politik sollten sie mehr zukunftsorientiert sein und wirklich in Europa denken. Also das ist so für den allgemeinen Rahmen. Deshalb gibt es Aufsätze über Themen von Kossuth bis heute, und um diese Entwicklungen besser verstehen zu können, gebrauche ich nicht nur traditionelle geschichtswissenschaftliche Methoden, sondern habe ich versucht, mit Sozialpsychologie ein bisschen mich auseinanderzusetzen, und ich habe versucht, mit der Hilfe einiger Kollegen von mir, die auf dem Gebiet der Psychologie und Sozialpsychologie arbeiten, den ganzen Begriff der Sündenbocke sozusagen instrumentalisieren in meiner Forschung. Und die Suche nach Sündenbocken, also wenn man dabei ein bisschen tiefer nachdenkt, das ist anscheinend nur schlimm und hat oft furchtbare Folgen, aber gleichzeitig die Suche nach Sündenbocken, wie das gruppenpsychologische Untersuchungen auch bestätigen, nicht nur politische, stärkt auch die Kohäsion unterschiedlicher Gemeinschaften. Also wenn man die Erfahrung hat, dass Politiker frequentlich Hass instrumentalisieren, gelingt, hängt davon ab, wie sie den Sündenbock auswählen. Man kann einen Sündenbock gut auswählen und man kann schlecht auswählen, gelegentlich funktional, die von anderen funktioniert nicht. Aber das kann unter Umständen auch die Kohäsion einer Gesellschaft stärken. Also um den gängigen Beispiel zu sagen, also wenn wir über die Schuldfrage nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen. Es wäre unmöglich gewesen, ein bisschen nuanciert umzugehen. Politisch muss man klarstellen, um die Kohäsion der Gesellschaft wieder aufbauen zu können. Und bis zu einem gewissen Maße, obwohl das furchtbar von einem ungarischen und österreichischen Gesichtspunkt ist, aber von dem Gesichtspunkt der Sieger, die richtigen Sündenbock in Deutschland, die Monarchie zu finden, hat zu der Stärkung der Kohäsion ihrer Gesellschaften beigetragen. Man kann natürlich moralisch das nicht akzeptieren, aber historisch, analytisch muss man das verstehen. Also verstehen bedeutet nicht Akzeptanz. Aber es ist, ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben der Historiker, komplexe Erscheinungen wirklich verstehen zu wollen. Und ich im Zusammenhang mit allen Themen versuche ich zum Beispiel, es gibt einen Aufsatz über die unterschiedlichen Gruppen der Denker
der 56er Revolution, wie im Laufe der 56er gedacht wurde, was ist los und was sollte gemacht werden. Also das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr überzeugt davon, dass Worte und historische Argumente gelegentlich sehr gute und gelegentlich sehr schlimme Folgen haben können. Also wenn in der politischen Analyse einer komplexen Situation gelegentlich ein schlechter Begriff angewendet wird, also zum Beispiel allzu viel wir über Genozide sprechen, verallgemeinern, das kann nicht zur einer besseren Analyse, sondern zu einem fehlenden Verständnis der Erscheinungen beitragen. So viel im Allgemeinen also über die Ziel dieses Buches. Nur kleine Bemerkung, was zum Beispiel diese Kozelek, das ist nicht eine, das ist eine sehr wichtige Bemerkung, keine gemeinsame Geschichte ohne gemeinsame Erinnerung. Ich glaube, das ist ein Schlüsselwort oder Schlüsselsatz, weil... Er ist noch ein bisschen länger als ich. Ja, aber das ist wirklich der Fall. Und weil aufgrund derselben erlebten Geschichten und studierten Geschichten kann man natürlich sehr unterschiedliche Narrativen schreiben und politische genauso wie wissenschaftliche. Und vielleicht der dritte Zugangsweise sozusagen zur Erinnerung, was ich noch nicht erwähnt habe, aber in dem Buch auftaucht, das ist die kollektive Erinnerung der Gesellschaft. Also wie Leute sich erinnern. Also, und das ist auch sehr wichtig. Und ich versuche gelegentlich im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Themen, die wissenschaftliche, die politische und das soziale Gedächtnis miteinander zu vergleichen. Weil die sind dann furchtbar komplexe Situationen, wenn man noch gelegentlich auch eine moralische Zugangsweise dazu nehmen muss, eine allgemeine moralische Zugangsweise. Also das ist, ich versuche das im Zusammenhang mit mehreren Themen dazu analysieren. Der letzte Aufsatz in dem Buch beschäftigt sich mit der Problematik, der auch heute sehr aktuellen Problematik von Mitteleuropa. Über Mitteleuropa wurde sehr viel geschrieben und unser Institut in Kőszeg beschäftigt sich auch sehr viel mit dieser Thematik. Aber der Titel des Aufsatzes ist ein bisschen pessimistisch, weil das ist ein Obituary, so ein Nekrolog. Also die Argumentation des Aufsatzes ist, dass wirklich also im Stile eines Nekrologs fängt damit an, dass Geburtstag oder Geburtsjahr der Idee ist 1915 von Naumann und gestorben ist die Idee am 1. Mai 2004, als die 10 Ost- und Mitteleuropäische Länder dann in die Europäische Union aufgenommen werden. Sehr bewusst habe ich das provokativ formuliert, darauf hoffen, dass darauf dann irgendwie Reaktionen geben wird. Und einer der Projekte, was wir jetzt in Kürzeg machen, ist ein Vergleich der Visegrad 4, also V4 und Mitteleuropa-Gedanke der 80er Jahre. Und die provokative Frage dabei ist, in welchem Maße, was heute unter dem Schirm von V4 gemacht wird, ob das etwas zu tun hat mit dem mitteleuropäischen Gange auch von Herrn Buzek, der auch uns oft in Kőszeg besucht, oder nicht. Meine provokative These ist, dass dies sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Also das Gedankengut von Visegrad, glaube ich, ist nicht ein
ein Hauptelement der Politik der Visegrad 4 Gruppe, weil das ist, wurde mehr eine Lobbygruppe innerhalb der Europäischen Union, anstatt eine vereinheitlichende Kraft und Idee zu sein, die nicht nur diese vier Länder, sondern eine größere Gruppe von Ländern zusammenzieht. Also in der Einführung habe ich meine Thesen erläutert und es geht nicht nur um Thesen, sondern im Sinne unseres Instituts auch Fragen. Also ich bin nie überzeugt davon, dass ich völlig recht habe, aber ich bin überzeugt davon, dass jeder Historiker das Recht hat, Fragen zu stellen. Und vielleicht dann, aber ohne Diskussion und ohne Reaktionen gibt es kein wissenschaftliches Leben, Und in diesem Sinne möchte ich mich bei Herrn Bertény auch herzlich bedanken, dass er das ermöglichte, dass wir hier in dieser angenehmen Umgebung austauschen können. Und ich hoffe sehr, dass die Diskussionen und die Auseinandersetzungen nicht zur gegenseitigen Hass, sondern zur gegenseitigen Kooperation führen werden. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen.